Hals ab! Lass uns gehen! Was ist passiert, Melina? Nicht auf Kamera! Alter, what the fuck, what the fuck ist das für ein Tag? Okay. Guten Morgen! Heute fahren wir aus Sanremo weg und leider muss uns ein Mitglied verlassen. Und zwar Jonah. Voll traurig. Natürlich wäre es noch geiler, wenn Jonah mitkommen würde, weil da könnten wir noch mehr Hardcore erfüllen. Aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denke ich. Oder? Hoffentlich. Ich bin Jonah, was geht ab? Die fliegt ins Gebüsch. Die Schlange ist so der Wächter, das Meer ist so. Oh, das hast du aber schön gesagt. Aber keine Dusche, ne? Nehmen wir mal richtig leise die Luft. New York oder was? Ja, genau. What are you doing? Das ist so geil. Vielleicht alles essen, was es hier gibt. So kann man den Schluss haben, einfach singen. Okay, wir haben gerade schon das erste Problem wieder. Wir müssen gerade irgendwie nach Cannes fahren. Und da rechts ist Shanti, guckst du mal nach rechts? Warte. Auf? Warte, ich sehe nicht. Soll ich aussteigen? Ja. Also rechts nicht. Stopp, das ist out. Warte, das ist ein anderes Auto. Okay, die italienischen Straßen sind so eng, dass wir einfach nicht weiterfahren konnten, weil wir eigentlich so einen Berg hoch mussten. Jetzt müssen wir gerade irgendwie wenden und wieder runterkommen. Kannst du. Wir machen schon voll Stau. Ja, aber das Ding ist, Anton muss ja auch nochmal durchs Tor durch, ne? Scheiße. There is another car that has to come in. Oh mein Gott. Stressig. Das ist ja mein Abenteuer hier, du. Stressig. It's a camera. Alter. It's a camera. Das habe ich auch zum Affen gesagt und dann hat er mich angegriffen. Hey, don't be scared. It's just a camera. Hier zeige ich euch nochmal die Straße, wie eng die ist. So, ach, Anton hat es irgendwie. Hä? Anton hat es geschafft? Anton, oder ist er jetzt weiter hochgefahren? Nein, das Auto war doch hinter ihm, das heißt, er ist hochgefahren. Alter. Boah, was ein Schiff da das war. Nein! Mein Anschnallgurt ist eingeklemmt. Oh, it's locked. Shit. Wir sind in Cannes. Direkt am Hafen haben wir geparkt. Auf so einer Yacht hier zu fahren, wäre ja mega geil. Ganz toll. Was ist das denn? Ich sag jetzt, können wir ein Foto machen? Nein, sorry. Nein. Ich chille gerade in Cannes, ja? Halt dein Maul. Oh mein Gott, du siehst aus wie Sarazza. Sex. Camera Sex. Wie geht's dir? Boah, Alter, ich bin die ganze Zeit durch diese Stadt gefahren, ey. Frankreich. Durch diese Stadt Frankreich ist er die ganze Zeit gefahren. Das ging gar nicht. Alter, die Franzosen, die spinnen. Die Italiener spinnen, die Franzosen spinnen. Alle. Die Italiener spinnen, was ist denn los mit denen? Wir können nicht fahren, die sind so enge Straßen, wir haben keinen Parkplatz. Die Straßen gehen nicht. Jetzt haben wir, guck mal, wir haben den besten Parkplatz, den man auch nicht haben kann jetzt. Goll. Ich hab mir jetzt ein Baguette mit Mozzarella und Tomate geholt. Kein Baguette, sondern ein Panini. Und Joyce hat sich so richtig viel schämen, dass sie ein Baguette geholt. Und dein Crepe! So, wir waren gerade was essen. Ich gehe mich jetzt umziehen, weil es ein bisschen heiß ist in so schwarzen Klamotten. Und Cannes ist voll schön. Wir sind gerade durch so einen Park gelaufen mit so mega vielen Palmen und so. Richtig nice. Nice. Und vielleicht geht's dann nach. Welcome to Saint-Tropez. Also mehr oder weniger. Bis jemand kam und gesagt hat, wir sollen unsere Fresse halten. Bis jedes Mal jemand kam, und, jedes Mal jemand kam und gesagt hat, wir sollen unsere Fresse halten. Selbst tagsüber. Ich habe Klamotten ausgewrungen bei uns am Bungalow auf der Terrasse. Und dann kommt die Oma von drüben. Und so nach dem Motto, kannst du mal deine Fresse halten? Ja. So, Alter, es tropft nur auf dem Boden. Wir haben ganz normal geredet und die Leute kommen schon an. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil auf solchen Campingplätzen nur Ältere sind. Und ja, dann aber die gehen halt mit Absicht in die Nebensaison, ne? Damit eben nicht wir da chillen. Ja. Ah. Und dann kommen wir plötzlich an und die denken sich so, Alter. Gotta stay fly, get the jet, I gotta stay high. Welcome to Saint-Tropez. Wir sind am Campingplatz angekommen und alle machen sich hier schon fertig. Ich glaube, ich dusche gleich mal und dann gehen wir heute Abend in die Stadt oder so und wir müssen gleich ein bisschen leise sein, weil hier überall um uns herum noch andere Leute sind. Und Melina wollte mir irgendwas zeigen. Melina, was wolltest du mir zeigen? Die sehen ja mega süß aus. Guck mal. Voll die schöne Tür. Ich mag die Farbe. Ich passe zu meinem Lippenstift. Guck mal hier. Ein Brunnen.
richtig nice. Das ist so nice. Und alles so komplett beschissen. Sieht aber überhaupt nicht beschissen aus. So, mal abchecken, was da hinten geht. Guck mal, ich finde, das sieht so süß aus mit diesen kleinen bunten Fensterläden und so. Richtig schön. Was ist das? Bora Bora. Wir sind in Bora Bora Beach. Bora Bora. Guck mal, 30 Bora, Meter. Bora Bora. Kann man mal machen. 30 Meter und wir sind beim Strand. Oh, guck mal. Aber meine Schuhe sind nicht dafür Dings. Nee, gleich sieht das Auto wieder so richtig scheiße. Ja, deswegen. Aber oh, nicht riskieren, ne? Da müssen wir nämlich heute Nacht wieder drin schlafen. Welcome to San Tropez. How do you track? Oh, das sieht so schön aus. Richtig nice. Ist auch ein schöner Instagram-Outfit-Hintergrund für Fotos. Oh mein Gott. Oh, eine Uhr. Ist aber falsch. Aber sowas von falsch, Alter. Wie spät ist es denn dann? Oh, ein Hund! Der ist ja süß. Ich habe das gesehen, der hat sich getan in den Brunnen. Darf man den streicheln? Hm? Der heißt Wiener. Ach, der heißt Wiener. Wiener Würstchen. Ist hier vom Campingplatz? Ah. Hi, Baby. Du musst das Fell, das ist so richtig so... Muss er mal waschen, so. Okay, nee, dann nicht. Der chillt sein Leben. Ja, der ist schon alt. Ciao. Tschüss. Können wir unser Brot backen? Wir können Brot backen. Brot, ich mag Brot. Eine Schaukel. Noch ein Hund. Hi. Hallo. Sie sagt Hallo, als wenn die alle deutsch sind. Ich weiß ja nicht, die haben gerade auch deutsch. Nee, die sind aus den Niederlanden. Ja, Asis. Wie du gezuckt hast. Ja, ach, mal, klar, natürlich. Voll beide draufhalten hier. Richtig, Assi. Joyce wurde jetzt geprankt. Ach, nur weil ich gesagt habe, letztens, ich prank euch, ne? Nee, das hab ich schon wieder vergessen. Ja, das hab ich auch vergessen. So, ich geh jetzt duschen. Tschüss. Anton und ich suchen jetzt das Meer. Auf Mission, das Meer zu finden. Wenn man leise ist, vielleicht hört man das. Ah, hier, genau. Boah, that looks nice with the... Where are you going? To the beach. There is a beach here? Yeah, I think this guy knows where the beach is. Auf jeden Fall suchen wir jetzt das Meer, weil Melina ist da, glaube ich. Joyce auch. Joyce ist da jetzt auch hingegangen. Und... Nach dem Meer jetzt gehen kommen wir nach, auch dahin. Jetzt kommen wir auch hin. Nach dem Meer gehen wir nach Saint-Tropez. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas los ist in Saint-Tropez, weil Melinas Vater irgendwie meinte, dass da nichts los ist. Weil der ist irgendwie auch gerade da. Aber Saint-Tropez ist Partystadt. Ja, dann denke ich mir so, hey, es muss doch was los sein. Warte mal, hier vielleicht da? Ist eine Partystadt. Out on. Oh no, that's fine. We look for the beach. Do you know where the beach is? Yeah, right on. Straight on, okay. Ich kann Deutsch übrigens. Ach so, ja. Ach, der spricht auch Deutsch? Ja. Out on. Ist das die magische Tür zum Meer? Dim, dim. Ah, hier, man kann auch einfach da lang gehen. Nein. Ah, die ist eh abgeschlossen. Ah, stressig. Stressig. Boah, ich gehe auf jeden Fall noch schwimmen. Also nicht jetzt, aber später. Au. Da. Hola! Die zwei Emos da hinten. Wow. Ja, stimmt. Ich bin auch ein Emo. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir drei sind die All Black Everything Girls Gang. Oh ja, läuft bei uns. Die Emos. Voll die Emos. Meine Schuhe passen. Ausziehen! Ausziehen! Ausziehen, ausziehen. Der Hund hat uns gerade was. Der ist voll geil, wie der Anfallein, Junge. Bibi! Ja, der hat voll lustigen Gang und voll lustigen Schwanz. Hier auf den Philippinen hatte ein Hund auch so einen schrägen Gang und der wurde einfach vom Auto überfahren. Oh, war traurig, das war so ein 2 Monate alter Welpe. Ja! Baby! Der ist
Guck mal. Er hat gerade gekisst. Und wir haben uns ein bisschen um ihn gekümmert. War das der, den du gewaschen hast? Genau, den haben wir gewaschen. Aber der fühlt sich richtig wohl. Richtig pudelwohl. Da drin. Oh. Hi. Ist er vom Auto gefahren worden? Ja, sein Bein auf jeden Fall. Deswegen ist er so richtig schräg immer gelaufen. So, Joyce und ich haben noch keine Pizza gegessen. Joyce und ich sind gerade die glücklichsten Menschen der Welt. Oh ja. Das ist schon unsere zweite Portion Pizza. Jetzt haben wir Italien verpasst. Jetzt sind wir in Frankreich, aber wir essen jetzt trotzdem Pizza. Und ihr habt jetzt, also die beiden Teile, so eine mit... Ja, mit Creme Fraiche. Zum ersten Mal esse ich sowas. Soll ich mal so ein Blatt probieren? Da sind Blätter drauf. Basilikum, oder? Oh, ich habe eine Pizza mit Oliven bestellt. Blätter, ich mag Blätter. Was hast du dir bestellt? Ich habe eine Pizza mit Oliven bestellt. Ich hab so, das sind so drei Oliven. So drei Oliven. Oh, das sieht so geil aus. Ich kann es kaum erwarten, dass meine kommt. Ich hab Hunger. Also meine Pizza... Ich nehme jetzt noch eine ganze, sorry. Spaß, Mann. Ich teile mir mit dem hier eine. Jetzt Ende gewesen, Mann. Und, wieso sind da Oliven drauf auf Margarita? Hier sind doch normalerweise. Okay, also ich schneide die jetzt durch. Schneid die jetzt durch. Der Schneideprofi. Was ist eine Artischocke? Das ist diese. Ja, Artischocke ist voll geil. Gefächert ist nach oben. Kennst du die? Artischocke ist richtig geil. Meine schlechteste Pizza meines Lebens hatte ich sogar in Italien. Das ist voll traurig. Die war so fettig, dass wenn ich die hochgehalten habe, dass da Öl runtergelaufen ist. Alter, 10 Euro für eine scheiß Pizza sind die denn? Das ist Wahnsinns, Mann. Du magst dein Leben nicht? Das ist eigentlich nicht Bescheid. Bitteschön. Geil! Wir sind gerade in so einer kleinen Gasse und das sieht so schön aus! Wo geht's hier lang? Wo geht's hier hin? Die checken, glaube ich, alle gar nicht, dass das gar nicht der Weg ist. Wir wollen hier, Melina und ich wollten nur kurz gucken. Und alle kommen einfach mit. Läuft, würde ich sagen. Oh, geil! Wir sollen zurückgehen, weil da ist der Weg nicht mehr. Aber voll schön. Guck mal, diese Türen sind so richtig für. Oh mein Gott, das ist ein offenes Fenster. Oh, voll gruselig. Hi! Die Türen waren so richtig für kleine Menschen gemacht. Und voll schön, hier schaut mal, wie das Saint-Tropez aussieht. Also Leute, hier drüben seht ihr mein kleines Boot. Ja, das ist meins. Ich habe auch beantragt, dass das Wasser immer lila scheinen, leuchten soll. Und dass da Fische drin sind. Und das sind alles meine Angestellten hier, also die bringen mir alles, was ich haben will. Kika und Kika. Guck mal, mein Gesicht leuchtet sogar vom Wasser. Hier ist übrigens auch, kann man jetzt draufsteigen? Ich gehe dann mal. Hi, auch schon gesagt. Tschüss, ich bin dann mal weg auf meiner Yacht. Tja, da auch. Die fühlen sich gerade richtig, die fühlen sich richtig, die jetzt auf diesem Boot chillen. Ja, Mann, ich will mich richtig fühlen, aber bis zum Tod, ey. Schade, schade, dass, also falls jemand von euch da eine Yacht draußen hat, die ungefähr so groß ist wie diese hier, sagt Bescheid, ich komme gerne vorbei. Was? What's gonna happen? Alter, ich hab Angst. Thank you very much. Where did you learn all that? Here in France or in Brazil? Brazil. Guck mal, wie cool die Typen sind. Alter, die sind so geil. So coole Typen hier. Schlagzeugspieler von eben und die heißen? Hello! Hello! We are the Nomad Man! Nomad Man! Ich verlinke euch die Facebook-Page unten, ihr müsst auf jeden Fall mal schauen, die sind super cool. See you on Facebook! Yeah. Au revoir! Check, boom! So, Melina hat sich gerade in dieses Ding hier gesetzt und ihre. Man denkt das gar nicht, alles so klar. Alter, die Luft da drin ist richtig, richtig krass, oder? Auf jeden Fall die zwei, also Joyce und Melina, waren da gerade drin, um Melinas Höhenangst zu überwinden. Und ich frage es jetzt mal, ob das geklappt hat. Melina!
Hat es geklappt? Es hat geklappt. Also ich und, muss wie noch üben, aber es ging mir verdammt beschissen. Aber ich habe es geübt und das ist das Wichtigste. Wenn du deine Ängste bekämpfst, so Platzangst war noch das Schlimmste, was ich bekämpfen musste und ich habe meinen ersten Schritt getan. Und die Höhenangst hat sie nämlich schon so halb überwunden, ja. So, ne? Voll cool. Also, komm mal. Läufst du alleine noch rum? Schade, nicht da reinfallen, nicht da reinfallen. Oh. Hier, das Ding auf jeden Fall. Wo ist die Muschel? Die ist voll klein. Und da ja. Hat die Melina reingesetzt. Gibt da waren drei Leute drin. Die ist so groß wie mein Kopf. Guck mal. Fast so groß wie mein Kopf. Ja, total. Auf jeden Fall voll cool. Hast du auch eine Angst, Anton? Nee, ich hab gar keine Angst. Oh, shit. Ich hab vor nichts Angst, außer vor Spinnen. Oder vor Spinnen, ich hab auch vor Spinnen Angst. Vor Shanti hab ich Angst. Der Schwarze. Ich hab vor Spinnen Angst. Anton, warst du mal da, weil ich schon pissen? Warst du schon pissen, ey? Okay, gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Wer sagt das gerade? Hä, wo bist du? Hinter dir. Ah, gute Nacht. Wir gehen jetzt schlafen. Good night, Kaya. Good night. Und wir wünschen euch eine gute Nacht. Die sieht echt gruselig aus. Warte mal. Ah, schon besser. Gute Nacht, wir gehen schlafen. Bis morgen, Freunde. Guck mal, da sitzen die Italiener unten und warten auf uns und das ist die Türklinke, wie sie einfach machen. Bitte geh auf, Tür, bitte. Von der Kölner Scholle beim Messebrunnen. Da kommt er hoch.